Und damit sind wir dann eben auch beim Haushaltssektor, dem dritten und letzten der drei zentralen Elemente von Wachstumsmodellen angekommen. Und hier wollen wir uns eben mit Theorien beschäftigen, die uns erklären, wie Haushalte entscheiden, wie viel sie sparen und wie viel sie konsumieren wollen. Dabei stellt sich als erstes natürlich die Frage, welche Haushalte überhaupt? Haushalte sind bei uns jetzt im Moment noch so ein Catchword für Kapitalistinnen und Arbeiterinnen beziehungsweise Managerinnen, die wir hier allerdings eher der Arbeiterklasse zuordnen würden. Klassische Annahme ist, dass die Arbeiterklasse ihr gesamtes Einkommen konsumiert. Ja? Der klassischen Aufteilung ist in dem Sinne klar, weil also die Tatsache, dass die Arbeiterklasse alles konsumiert und kein Kapital akkumuliert, was ja das einzige Asset im Moment ist, was wir betrachten, ist ja die Definition der Arbeiterklasse. Ja? Das heißt, die Tatsache, dass die Arbeiterklasse alles konsumiert und nichts spart und akkumuliert, macht sie ja eigentlich erst zur Arbeiterklasse. Das ist relativ trivial. Es gibt auch Möglichkeiten, festzusetzen, dass die Arbeiterklasse auch spart oder dass die Arbeiterklasse auch spart. Solche Modelle lernen wir jetzt nicht konkret im Kurs kennen, allerdings in den Further Readings sind die drin. Sie werden sehen, dass es einige spannende neue Fragen aufwirft. Wir werden darauf in dem Sinne zurückzukommen, auch noch, doch nochmal in den Kurs zurückkommen, wenn wir uns mit der monetären Makroökonomik auseinandersetzen, wo es auch darum geht, dass der Haushaltssektor sich eventuell auch verschulden kann. Aber für jetzt ist es erstmal eine durchaus akzeptable, vereinfachende Annahme zu sagen, dass die Arbeiterklasse als ganze Klasse ihr komplettes Einkommen konsumiert. Ich sage jetzt explizit als ganze Klasse, weil das natürlich nicht ausschließt, dass einzelne Arbeiterinnen sparen. Kann schon durchaus sein, dass die während der Zeit, in der sie jung, stark und fresh sind und viel arbeiten, Geld sparen und wenn sie dann alt sind und nicht mehr arbeiten können, ihr Gespartes aufzehren. Das Zentrale ist hier, wir befinden uns hier auf rein makroökonomischer Ebene, auf rein makroökonomischen Modellen, die von diesen individuellen Ebenen weg abstrahieren. Wichtig ist, dass es sich im Mittel sozusagen ausgeht, also dass die Arbeiterklasse als Ganze ihr gesamtes Einkommen konsumiert. Manche konsumieren eben mehr als ihr Einkommen, andere weniger, aber als Ganzes geht es sich eben aus. Das ist das Zentrale an dieser Stelle. Wenn Sie jetzt übrigens sagen, okay, das finde ich jetzt irgendwie schlecht, also ich möchte eigentlich diese Effekte, die auf der Mikroebene stattfinden, auch in ökonomischen Modellen irgendwie repräsentiert sehen. Wir werden im Laufe der Veranstaltung zwei Modellarten kennenlernen, wo sie da dementsprechend befriedigt werden. Das ist bei der, die befinden sich aber beide im zweiten Teil der Veranstaltung, wo auch die kurze Frist betrachtet wird, nämlich zum einen die modernen Mainstream-DSGE-Modelle, die mikrofundiert sind in dem Sinne, dass eben die Mikroebene da eine große Rolle spielt und mit betrachtet wird. Und zum anderen die sogenannten agentenbasierten Modelle, wo sich die Makrodynamiken aus der direkten Interaktion einzelner Agentinnen ableiten. Und da spielen dann solche Fragen natürlich eine große Rolle. Da muss man bei den Balance Sheets auch auf die individuelle Ebene gehen. Das macht das Ganze natürlich komplizierter. Aber geht eben mit dem Benefit einher, dass man nicht ausschließlich auf der Makroebene argumentiert. Wir bleiben jetzt aber hier erstmal auf der Makroebene und sagen, als Ganzes muss die Arbeiterklasse sozusagen ihr gesamtes Einkommen konsumieren. Das bedeutet, dass Sparen ausschließlich Sache der Kapitalistinnen ist und weil die Kapitalistinnen natürlich nicht nur sparen wollen, sondern auch konsumieren wollen, haben die einen Trade-off, nämlich den Trade-off zwischen Konsum und Sparen. Dieser Trade-off ist in dem Sinne auch ein intertemporaler Trade-off, weil man implizit davon ausgehen würde, man spart ja, um in der Zukunft konsumieren zu wollen. Das heißt, der Trade-off, den die Kapitalisten sich eigentlich ausgesetzt fühlen, ist Konsum jetzt versus Sparen und Konsum später. Und dieses intertemporale Entscheidungsproblem ist Kern aller Modelle, die wir hier betrachten. Und das werden wir uns dann gleich im Detail anschauen. Standardvorgehen hier wäre jetzt eine intertemporale Nutzenmaximierung. Das ist natürlich in dem Sinne relativ neoklassischer Ansatz, der aber tatsächlich verhältnismäßig weit verbreitet ist. Das Problem ist, bei diesen intertemporalen Maximierungsproblemen, dass wir halt eben annehmen müssen, dass sowas wie der Erwartungsnutzen definiert ist. Das heißt, die Agentinnen müssen Vorhersagen bilden können. Sie müssen die Zukunft zumindest in wahrscheinlichkeitstheoretischen
Sprache fassen und kennen. Und das ist natürlich problematisch. Insbesondere hier bei uns ist die Annahme, dass die Kapitalistinnen zukünftige Profitraten kennen, und das ist natürlich häufig in der Praxis nicht der Fall. Es gibt dazu Alternativen, die werden auch später behandelt. Insbesondere agentenbasierte Modelle werden da häufig verwendet. Das sind halt Simulationsmodelle, die kann man nicht mehr analytisch lösen, wie das hier der Fall ist. Es gibt auch analytische Methoden, die diese Unsicherheit zum gewissen Grad fassbar machen, die sind aber relativ komplex. Das erklärt wahrscheinlich auch, warum diese Annahme, implizite Annahme, dass die Zukunft durch Risiko, was berechenbar ist, und nicht durch Unsicherheit, was sehr schwer bis gar nicht berechenbar ist, gekennzeichnet ist, und auch beliebt ist bei Ökonomen, die sich normalerweise außerhalb des neoklassischen Paradigmas definieren würden, einfach weil es wirklich ziemlich tricky ist, sozusagen echte Unsicherheit in einem Modell fassen zu können, wenn man nicht auf Simulationsmodelle umsteigen will. Und da sind eben viele doch irgendwie in dem Sinne ein bisschen skeptisch, weil Simulationsmodelle natürlich viel schwieriger zu verifizieren sind als alternative Modelle und dann die klare, deutliche Verifikation durch einen mathematischen Beweis dann vielen doch irgendwie so wichtig ist, dass sie bereit sind, diese recht dicke Annahme hier zu schlucken. Und für euch bedeutet das natürlich, unabhängig davon, was ihr jetzt davon haltet, ihr müsst euch damit vertraut machen, damit ihr wisst, was quasi ein Großteil der Leute macht, und damit sie dann, wenn ihr was anderes macht, entweder das gut begründen könnt, und oder ihr das eben selber macht, dann müsst ihr das auch können. Und deswegen werden wir uns hier auch mit einer Methode auseinandersetzen, die es uns eben hilft, diese intertemporalen Maximierungsprobleme zu lösen, nämlich der sogenannten Lagrange-Methode. Wir nähern uns dem Schritt für Schritt. Als erstes werden wir mit Hilfe der Lagrange-Methode ein so intertemporales Nutzen-Maximierungsproblem einfach für zwei Perioden lösen und das dann danach generalisieren für einen N-Periodenfall, also für eine Nutzenmaximierung ins Unendliche. Und die Lösung dieses Nutzenmaximierungsproblems hilft uns dann eben oder leitet uns sozusagen die vierte und letzte Gleichung für unser Wachstumsmodell her. Wir starten jetzt also hier mit einem Zwei-Perioden-Beispiel des Entscheidungsproblems der Kapitalistin. Das intuitive Beispiel, das ist dazu gedacht, dass wir uns ein bisschen die technischen Grundlagen nochmal wiederholen. Die Situation ist die folgende: Eine Kapitalistin lebt für genau zwei Zeitperioden und ihr Nutzen wird durch eine Cobb-Douglas-Nutzenfunktion repräsentiert. Ja? Selbe Prinzip wie bei der Cobb-Douglas-Produktionsfunktion. Wir gehen davon aus, dass die Kapitalistin mit einem Vermögen von K0 startet. Also das ist sozusagen der Kapitalstock, mit dem sie in die ganze Situation reingeht. Und wir gehen auch davon aus, dass die Nettoprofitrate in der ersten Periode gegeben ist mit R0. Daraus ergibt sich dann ihr Vermögen am Ende von Periode 1, nämlich das ergibt sich einfach dadurch, dass wir hier das zum einen das K0 haben und dazu kommt noch das Kapital, was sie angelegt hat. Ja, also das, was quasi durch die Anlage hier, durch die Nettoprofitrate passiert, nämlich R0 mal K0. Ja. Nettoprofitrate bedeutet ja, dass da die Abschreibungsrate schon mit drin ist. Das heißt, die müssen wir hier nicht weiter berechnen. Das bedeutet, am Ende von Periode 1 haben wir eben den Ausgangslevel an Kapital und das, was an Kapital noch über die Nettoprofitrate hinzugekommen ist. Durch Ausklammern von K0 kommen wir dann eben auf diesen Wert. Was macht die Kapitalistin jetzt damit? Sie kann es entweder für die nächste Periode sparen oder sie kann es jetzt direkt konsumieren. Daraus ergibt sich dann sozusagen folgender Entscheidungsbaum. Ich habe das jetzt nochmal versucht, möglichst schön aufzumalen. Wir starten mit K0, jetzt gerade eben schon gesehen. Am Ende der ersten Periode ergibt sich dann daraus eben hier die K0 plus das, was über die Nettoprofitrate hinzugekommen ist. Das kann dann entweder konsumiert werden in der ersten Periode, C0, oder es kann gespart werden. Und das ist dann sozusagen hier der neue Input für die nächste Periode. Ja, und
Ansonsten, da können wir jetzt quasi ganz äquivalent wie hier oben vorgehen. Auch in dieser Periode wird K1 wieder angelegt. Es gibt wieder eine Netto-Profitrate, die nicht notwendigerweise die gleiche ist, aber die der Kapitalistin von Anfang an bereits bekannt ist. Ansonsten sehen Sie, das, was hier steht, ist eigentlich das gleiche wie das, was hier oben steht. Das Einzige, was anders sind die Zeit-Subscripts, weil die Werte natürlich nicht notwendigerweise die gleichen sind. Und dann, was kann die Kapitalistin dann machen? Sie kann sich wieder auch in der zweiten Periode entscheiden, konsumiert sie es oder spart sie es. Da wir hier nur zwei Perioden betrachten, würde dieses K2 so ein bisschen dazu korrespondieren, dass sie es für eine unbestimmte Zukunft spart. In der klassischen Ökonomik hat man gesagt, jeder Kapitalist oder jede Kapitalistin möchte für ihre Nachkommen sozusagen sparen. Das heißt auch, wenn die Kapitalistinnen sterben, dann sparen sie weiter für ihre Nachkommen und ziehen daraus eben auch einen Nutzen. Aus diesem Baum ergeben sich dann die sogenannten Budgetbeschränkungen, also die Beschränkung dessen, was die Kapitalistin jeweils machen kann. Es ergibt sich nämlich hier, dass quasi in der Periode 1 der Konsum und das, was die Person oder der Kapitalist spart, muss kleiner oder gleich sein als das, was sie am Ende der Periode hat. Ja, also das korrespondiert zu diesem Element hier. Natürlich kann es sein, dass die Kapitalistin gerne super viel konsumieren möchte, aber sie braucht ja die Mittel für die Konsumption. Hier betrachten Sie, wir haben hier einen kleinen Gleich. Theoretisch kann es auch sein, dass die Kapitalistin einfach irgendwie Geld wegwirft. Wenn wir davon ausgehen, dass sie aber ihren Nutzen maximiert, was wir hier tun, dann würde sie das natürlich nicht machen. Eine ähnliche Budgetbeschränkung gibt es auch für die zweite Periode. Die ist aber ganz äquivalent. Hier haben wir es genauso wie vorher. Der einzige Unterschied hier sind die Subscripts. Ansonsten ist es genau das gleiche wie vorher. Wobei, was wir natürlich machen können, wir können diesen zweiten Teil ausformulieren, indem wir nämlich hier an dieser Stelle für K1 einfach das einsetzen, was hier am Anfang gespart wurde, also übrig geblieben ist, also eben genau diesen Teil hier. Das heißt, wenn wir das dann einsetzen in die Gleichung, bekommen wir die hier etwas längere Variante, wo Sie einfach sehen, dass hier dieser Teil korrespondiert zu dem, was hier in der ersten Periode übrig geblieben ist. Nur, dass wir hier eben den Konsum natürlich abziehen müssen, weil das ja nicht einhergeht in den gesparten Teil für die nächste Periode. Und quasi um zu sehen, wie sich jetzt aber die Kapitalistin genau hier an diesen Stellen entscheidet, wo die Wahl ist, wie viel konsumiert sie, wie viel spart sie, müssen wir Annahmen darüber treffen, was der Kapitalistin taugt, sprich woraus sie ihren Nutzen zieht. Und das repräsentieren wir eben durch eine Nutzenfunktion. Die Nutzenfunktion, die wir hier wählen, ist die Cobb-Douglas-Nutzenfunktion. Wir starten jetzt erstmal mit einer starken Annahme, die jetzt hier dem Dagobert nicht so gut gefallen würde, nämlich Kapitalisten erfahren Nutzen nur aus unmittelbarem Konsum. Sie haben ziehen keinen Nutzen daraus, dass sie etwas sparen. Und um diese Tatsache konkret zu formalisieren, verwenden wir eine Cobb-Douglas-Nutzenfunktion, um eben diesen Nutzen aus Konsum zu modellieren. Die schaut so aus, ne? Also das hier ist sozusagen die Nutzenfunktion. Die hat als Input hier den Konsum in den ersten beiden Perioden das beschreibt eben dieses Faktum hier, dass die Kapitalistin eben Konsum oder Nutzen nur aus dem Konsum ziehen. Das heißt, hier steht jetzt nicht etwa irgendwie sowas wie der Kapitalstock am Ende von K2, dass man sagt, man zieht daraus noch irgendwie einen Nutzen. Nein, das ist nicht so, denn durch das Sparen ziehen wir keinen Nutzen. Wir ziehen hier nur Nutzen aus dem unmittelbaren Konsum.
Naja, und dann schaut eben die Nutzenfunktion, die wir uns hier ausgesucht haben, die hat einfach diese Form. So ist es halt bei dieser Cobb-Douglas-Nutzenfunktion. Das ist der natürliche Logarithmus aus den beiden Konsumleveln. Und diesen natürlichen Logarithmus, das können wir hier aufteilen. Zum einen, dass wir schreiben ln C1 minus Beta 0 plus ln von C1 hoch Beta. Sozusagen, also das ist ja quasi die erste logarithmische Rechenregel, dass man die Produkte von Logarithmen auseinanderziehen kann. Und dann die zweite Rechenregel ist dann das, was hier passiert ist, nämlich dass die Exponenten sozusagen aus dem Logarithmus heraus nach vorne gezogen werden können. Dieser Parameter Beta, den Sie hier sehen, der spielt die Rolle eines Diskontfaktors, der eben die Gewichtung des Konsumzeitpunkts für den Gesamtnutzen bestimmt. Jetzt geht es darum, diese Nutzenfunktion irgendwie zu maximieren. Und wir maximieren sie nicht unbeschränkt. Wenn wir sie unbeschränkt maximieren würden, dann kämen wir irgendwo bei unendlich raus, wenn wir da einfach unendlich großen Konsum in beiden Perioden wählen würden. Wir maximieren sie aber unter Einhaltung der beiden Budgetbeschränkungen. Das heißt, wir können jetzt eigentlich mit der Nutzenfunktion, die wir formuliert haben, den Budgetbeschränkungen, die wir vorher formuliert haben, einen sehr schönen fancy Ausdruck formulieren, nämlich folgenden. Den wollen wir uns jetzt nochmal Stück für Stück genauer anschauen. Hier diese Werte unter dem Max-Operator sind die Parameter, die wir manipulieren können, also sprich die Parameter, die wir ändern können, um diesen Ausdruck hier zu maximieren. Ja? Wir können, wie gesagt, die beiden Konsumlevel ändern. Also die Kapitalistinnen können sich jeweils für mehr oder weniger Konsum entscheiden. Das Einzige, was wichtig ist, ist, der Konsum muss irgendwie größer gleich null sein. Negativen Konsum gibt es hier irgendwie nicht. Das ist auch irgendwie schwer vorstellbar. Also das heißt, Sie können quasi jeden positiven Konsum nehmen. Sie können aber diesen zu maximierenden Ausdruck hier nicht unbegrenzt maximieren, sonst würden Sie, wie gesagt, einfach unendlich viel konsumieren. Sie müssen das machen, indem Sie hier die Nebenbedingungen einhalten, die hier unten formuliert sind. Und das sind die Nebenbedingungen, die wir vorher einfach formuliert haben. Diesen Nutzenmaximierungsproblem kann man lösen, indem man die sogenannte Lagrange-Methode verwendet. Und hier als Preview, was wir dann als Ergebnis bekommen, ist, dass wir als Lösung die zu manipulierenden Parameter als Funktion von gegebenen Werten bekommen. Ja, diese zu manipulierenden, die zu manipulierenden Parameter sind eben hier das C0 und das C1 und die Ausdrücke, die wir dann bekommen werden, ist für C0 den folgenden. Wir bekommen, können daraus auch ableiten einen Wert für K1, also den gesparten Teil. Ist aber vor allem deswegen relevant, weil wir eben auch noch den zweiten Konsumwert bestimmen wollen. Dazu ist quasi K1 hier drin, weil hier dieser Wert für K1, der ist aber nur abhängig von Parametern, die exogen gegeben sind. Also dieser Parameter Beta ist exogen gegeben, die Profitrate ebenfalls und K0 hatten wir ja auch gesagt, dass der von Anfang an gegeben ist. Das heißt, es ist nichts, was der Kapitalisten sozusagen selbst manipulieren muss. Wir wissen jetzt aber quasi, wie diese zu manipulierenden Variablen durch die Kapitalistin aussehen müssen im funktionalen Zusammenhang von Dingen, die wir wissen, beziehungsweise die gegeben sind. Wenn Ihnen das jetzt unmittelbar klar ist, wie man von hier nach da kommt, dann super, dann haben Sie wahrscheinlich im Bachelor VWL oder was Ähnliches studiert. Für alle anderen gibt es einen Diskurs oder einen Exkurs dazu, wie wir die Optimierungsprobleme mit der Lagrange-Methode lösen. Das ist, wie gesagt, nur für diejenigen, die relevant, die jetzt Lagrange noch nicht kennen oder die es wiederholen wollen. In den Extra-Slides bzw. den optionalen Videos leiten wir quasi diese Lösung hier Schritt für Schritt her, um uns mit der Lagrange-Methode ein bisschen besser vertraut zu machen.
Wir werden ja jetzt keine Komplettwiederholung machen. Das denke ich, da sind Sie alt, oder seid ihr alt genug. Das könnt ihr euch auch im Lehrbuch angucken. Aber ich denke, wenn man es an einem Beispiel tatsächlich sich mal durchgerechnet hat oder gemeinsam durchgerechnet hat, dann sollte es eh relativ trivial sein. Aber wie gesagt, trotzdem als Angebot, dass wir es hier eben mal gemeinsam durchgehen.